Nice, danke! Sicherste Park und schlechteste Zuverlässigkeit ist so ziemlich. Ziemlich das Gegenteil. Willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. So, das ist die Geldgrube. Wir haben eine VIP, der keinen Müll sehen will. Wir haben Warnalarme, die wir machen müssen. Und das war's. So, für die Bahnen machen wir jetzt einfach hier mal den Mechaniker. Hier machen wir zwei Mechaniker, weil der Park doch sehr groß ist. Und dafür, dass der Müll wegkommt, machen wir einfach mal ein paar Reinigungsfachkräfte. Davon bilden wir auch zwei ganz gut aus. Aus dem Grund, dass wir auch ein paar davon behalten müssen später mal. Oh, guck mal, die stehen da wie zwei Pinguine. So, und die werden jetzt überall irgendwo runtergelassen. Und wie lange haben wir jetzt? 9. Dann machen wir 10. Passt schon. Haben wir jetzt 10 Reinigungsfachkräfte. Und dann haben wir jetzt eigentlich nur noch zu tun, den Rächer hier wieder zu bauen. Also wieder aufzubauen. So, und zwar von. So. Prinzipiell wird dann jetzt die Strecke automatisch vervollständigt. So. So. Aber das ist der hier. Der hier, der hier. Oh Gott. Na gut. Okay, perfekt. So. Damit hätten wir es, ne? Das fahren wir im Büffelwagen. Und mit dem hier. Und damit sollte das dann jetzt eigentlich. Probieren wir es mal an, hier war der. Haben wir anders. Mal vorstellen wir noch die Liftgeschwindigkeit hoch. So. Schauen wir mal. Währenddessen esse ich noch mal ein bisschen türkischen Honig. Weil ich das einfach mag. Schmeckt hervorragend. Und was sind für Testergebnisse der Rächer? Perfekt. Würde mal sagen, wir speichern die noch einfach mal, weil der ist gut. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten. Haben wir denn Darlehen? Ja, tatsächlich 10.000 Darlehen haben wir. Forschung. Danke. Ja, also wir haben jetzt eigentlich prinzipiell gar nichts mehr wirklich zu tun. Kann sich später hier diese Ecke, glaube ich, noch extra kaufen. Oder die Ecke da vorne, das weiß ich nicht so genau.
Auf jeden Fall würde jetzt erstmal da parken. Wir sind auf vorne angebracht. Hier sieht der Weg jetzt zum Beispiel schon völlig dreckfrei und müllfrei. Naja, es ist halt wichtig. Es gibt eigentlich auch schon allerhand Sachen. Fressbudenmäßig, aber die will ich eigentlich auch nicht bauen. Und aufhalten. Also, ich mach das jetzt schnell. Weil bei diesem Park kann man eigentlich überhaupt nichts falsch machen. Ja doch, man kann was falsch machen, wenn man zum Beispiel den Rächer nicht teuer macht. Das sind so die einzigen Sachen, die man falsch machen kann. Den Rächer zu billig machen halt. Warte, wie viele Leute sind jetzt hier drauf? Vielleicht doch nicht 5,50, sondern nur 5 Euro. Ist auch noch zu teuer. Okay. Hauptsache, das Ding ist halt einfach so. Runden. Schon toll, ne? So, auf jeden Fall jetzt geht das dann hier langsam mal hoch. Gut, nice, danke! Sicherste Park und schlechteste Zuverlässigkeit ist so ziemlich. Ziemlich das Gegenteil. Hey! Ey, Wahnsinn, ja gut. Prinzipiell kann man jetzt nicht großartig viel machen, außer zu hoffen, dass die Reinigungstanten schneller arbeiten. Wie du fegst, jetzt fegst du. Wow, wir sind einfach. Das ist mein Putztrupp hier. Ja. Alles klar. Ja, gut. Man arbeitet an einer Besserung. Man, wie soll ich das eigentlich finanzieren? Ja, so mau aus gerade. Ja, egal. Weiß ich nicht. Nicht so genau sagen. Auch weil die Personallöhne so riesig sind. Ja, die kündigen eh alle wieder, also von dem her. Die stehen auch kein Problem. Explosiver Schwinger ist kaputt. Ja, ja, langweilig. Immer schon. Hm,
Warum sind die Darlehen überhaupt so teuer? Oh Gott! Jetzt kaputt gegangen. Keine Ahnung. Ach so, die hier. Ja. Toll, wa? Gut, wenigstens ist die Parkbewertung jetzt wieder einigermaßen beieinander. Das ist schon alles gut. Jetzt können wir eigentlich nur noch warten, weil die Bahneinnahmen sind schon relativ nice. Da kann man nichts anderes sagen. Der Spaß, so. Ansonsten kann man eigentlich großartig viel mehr machen, ne? Außer jetzt warten. Moment, 1000, das ist ja nix. Sechsmal das gleiche. Dann muss das passen. Vielleicht bleibt dann weniger lange parken, wenn man sechsmal so eine blöde Wildwest-Scheiße rein muss. Sauberster Park. Minus 180 und die ganze Sache. Die haben ja Ansprüche. Also wir sind ja bei 0. Alles klar. So. Wir haben Steakhouse. Nee, das ist nur ein fliegender Teppich gewesen. Ah. Gut, also die Neuner kündigt uns gleich. Ja. Schluss, du bist weg, dann verpiss dich! Ich will dich ja auch nicht haben, du sollst dich aus diesem scheiß Park verdrücken, Mensch! Das ist mir total ätzend! Alter! Wie ist es schade, dass man einen VIP nicht einfach aus dem Park rausschmeißen kann? Danke! Dacht's mir schon. Du bist jetzt hier weg. Tage 9. Rip Darlehen. So.